Dunkle Sonnenbrille auf der Nase, perfekt gestylte Haare und ein Kleid, das einen Waffenschein benötigt. So erscheint Menschenrechtsanwältin Amal Clooney zu einer Debatte des UN-Sicherheitsrats in New York. Mit der schönen Ehefrau von Hollywood-Star George Clooney hält an diesem Tag der Glamour im Hauptquartier der Vereinten Nationen Einzug. Auf den ersten Blick erscheint das schwarze Cocktailkleid fast ein wenig schlicht. Doch der Teufel steckt hier im Detail. An der Vorderseite ist das knielange Dress mit schicken Knöpfen verziert, die sich von Kragen bis zum Saum aneinanderreihen. Dadurch spielt die 41-Jährige nicht nur mit unserer Fantasie, sondern betont auch gekonnt ihre schmale Taille. Ihren Look komplettiert die gebürtige Libanesin mit einer schicken Aktentasche und nudefarbenen Pumps. Mit ihrem Outfit setzt Amal Clooney aber auch ein wichtiges Statement. An diesem Tag debattiert der Sicherheitsrat zum Thema sexuelle Gewalt in Konflikten. Die Zwillingsmama ruft dazu auf, diese Problematik mit Hilfe eines Internationalen Strafgerichts aufzuarbeiten. Für dieses wichtige Anliegen ist auch Bundesaußenminister Heiko Maas aus Deutschland angereist. Nicht nur der 52-Jährige zeigt sich begeistert von Amal Clooney, auch wir ziehen unseren Hut vor der attraktiven Brünetten, denn von der Ehefrau von George Clooney können wir uns in vielerlei Hinsicht eine Scheibe abschneiden.